Servus, mein Name ist Florian von Nachhaltig Grün. In meinem heutigen Video zeige ich euch unter anderem den Aerifizierer der Firma Rasenspecht und vor allem, was dieses Tool mit diesem Aerifizierer zu tun hat. Ganz viel Spaß dabei! Der Aerifizierer der Firma Rasenspecht ist mein Lieblings-Aerifizierer am Markt, weil er mega leicht ist. Ich weiß nicht, was er genau wiegt. Ich schätze mal 3-4 Kilo maximal, also ist echt super leicht. Er hat eine recht stabile Gummiwanne, also wie gesagt, hier fast 1000 Quadratmeter mit aerifiziert, 940 um genau zu sein, und hält immer noch gut Stand. Die Trittfläche hier könnte etwas breiter sein, damit es, wenn man längerfristig damit arbeitet, einfach ein bisschen angenehmer für den Fuß ist. Aber rundum, er ist super leicht, super handlich, und das ist eigentlich das, was für mich so wichtig ist. Weil wenn das Grundgerät schon sehr schwer ist, dann macht es mir schon weniger Spaß, 2, 3 oder 4 Stunden damit zu arbeiten. Was ist Aerifizieren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Vielleicht hat der ein oder andere so ein Video noch nicht gesehen oder kennt sich mit diesem Werkzeug noch nicht aus. Beim Aerifizieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, wir haben hier eine Auffangwanne, wo später die Cores, zeige ich euch gleich noch, reinfallen. Hier haben wir Hole Spoons. Das sind Spoons, die Werkzeuge sozusagen des Gerätes. Und man sieht jetzt hier, dass dieses Gerät hier innen einen Hole Spoon hat, sprich es ist innen hohl, wie es schon der Name so sagt, und kann Erde oder Mutterboden aufnehmen. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, mit Vollspoons zu arbeiten. Das wäre so ein Gerät, so ein Material. Das ist ein Vollmaterial, wie man hier sehen kann. Und damit macht sie im Boden nur Löcher. Das heißt, das Gerät drückt in den Boden ein und jetzt zieht es wieder raus und dabei entstehen Luftlöcher oder Löcher für den Rasen. Beim Aerifizieren mit dem Aerifizierer der Firma Rasenspecht aerifizieren wir mit Hole Spoons und führen einen Bodenaustausch aus. Ich zeige das mal, ihr drückt es einfach nur drauf, positioniert das Gerät, oben drauf stehen, positionieren, oben drauf steigen, ganz einfach. Und dabei kommen, wir schauen, dass das ein bisschen besser geht, Cores raus. Was ist ein Core? Ein Core ist, wie man hier sehen kann, dieses Stück Erde, Sand, wie auch immer, und oben mit dem Gras oder der organischen Masse, wie hier am Bild zu sehen ist. Das ist ein Core. Und diese Cores, also so nennt sich es im Fachjargon, fallen dann in diese Auffangwanne des Aerifizierers und dort sammelt ihr das. Und wenn ihr die Fläche aerifiziert habt, den Bodenaustausch vorgenommen habt, schüttet es in einen Eimer, in eine Tonne, in eine Schubkarre, sammelt es dort und könnt es dann auch wieder kompostieren und für neue Rasenerde oder Beeterde verwenden. Zuerst einmal die Frage, warum aerifizieren wir? Warum das Ganze? Es ist jede Menge Arbeit, kostet Zeit, kostet Geld. Warum aerifizieren? So manch einer meint, dass man den Rasen aerifizieren muss, damit man einen schönen Rasen hat. Und das ist so nicht ganz richtig. Man muss vorab wissen, dass wir im Boden grob, mittel und fein Poren haben. Und Grobporen, jetzt mal leicht erklärt, grob überschnitten, Grobporen speichern Luft, Wasser und natürlich auch Nährstoffe im Boden, aber vorrangig Luft, weil Grobporen, es ist ein großes Volumen, so kann man sich das vorstellen. Und Grobporen, wenn das richtige Verhältnis im Boden mit Grobporen passt, dann kann man Wasser natürlich auch abführen. Mittelporen speichern Luft, Wasser, Nährstoffe, und Feinporen speichern natürlich auch Wasser, für Luft reicht es meist nicht mehr aus, speichern Wasser. Nur das Problem bei Feinporen ist, sie speichern Wasser und geben es nicht wieder zurück an die Pflanze ab. Das heißt, der Boden kann feucht sein, aber dieser Haushalt zwischen groben Mittel und Feinporen ist so sehr gestört, dass die
Anzahl der Feinporen zu viel wird. Und dabei wird Wasser zwar gespeichert, aber die Pflanzen können es nicht mehr wegnehmen. Und du denkst, dein Rasen, dein Boden ist feucht, wieso wird es braun, wieso wächst es nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn das Verhältnis zwischen Grob-, Mittel- und Feinporen gestört ist, dann kann sich das auf die Qualität deiner Rasenfläche auswirken und natürlich zu Ausfällen führen unter anderem. So viel mal dazu, warum man im Groben unter anderem erifiziert. Da gibt es natürlich noch weitere Punkte, wie beispielsweise Rasenfilz. Ich möchte oder ich kann mit einer mechanischen Pflegemaßnahme wie das Erifizieren, mit dem Erifizierer der Firma Rasenspech, kann ich Rasenfilz abbauen. Was ist Rasenfilz? Rasenfilz ist tote organische Masse, die man jetzt hier ganz gut sieht. Das ist auf einer Fläche entstanden, auf einer Fläche, die seit Jahren nicht mehr gepflegt wurde. Und das ist tote organische Masse. Und hier ist ein Punkt, der ist ganz gefährlich, denn Rasenfilz, 1 cm Rasenfilz, speichert bis zu 10 Liter Wasser am Quadratmeter, ehe das Wasser in tiefere Bodenschichten abgegeben wird. Das heißt, jetzt wenn ich beregne und beregne und denke mir, ja, 10 Liter Wasser müsste doch reichen, es ist aber vielleicht nur hier oben gespeichert und nach unten gelangt nichts. Wie entsteht Rasenfilz? Rasenfilz entsteht, wenn man beispielsweise Rasen mäht und das Schnittgut liegen lässt, das Gras liegen lässt, das sich absenkt auf die Bodenoberfläche und die Mikroorganismen nicht imstande sind, diesen Rasenfilz abzubauen. Dann entsteht Rasenfilz. Durch tote, abgestorbene Gräser entsteht Rasenfilz. Wenn Prozesse im Boden nicht mehr funktionieren, kann Rasenfilz entstehen. Und natürlich auch durch nicht sachgerechte Pflege und die falsche Düngung kann auch Rasenfilz entstehen. Der weitere Punkt, wann man erifiziert, ist definitiv Moos. Wenn ich Moos im Rasen habe, dann ist es eine Art Zeigerpflanze, die man erkennen muss, richtig deuten muss. Denn Moos im Rasen zeigt uns auf, dass im Boden Probleme bestehen. Unter anderem im Boden, muss man dazu sagen. Es kann sein, dass ihr bei Moos im Rasen Verdichtungen habt im Boden. Das heißt, es sind Speerschichten. Da passt wieder dieses Grob-, Mittel- und Feinporenverhältnis nicht mehr. Dabei werden die Grob- und Mittelporen, wird die Luft rausgedrückt sozusagen. Und das führt dann dazu, dass sich Wasser in gewissen Bodenschichten hält und nicht mehr ablaufen kann, weil die Grobporen nicht mehr da sind, um die Fläche zu entwässern. Und dann steigt das Wasser auf der Oberfläche ist es dauerfeucht. Wenn auf der Fläche dann die Gräser ausfallen, dann ist es meist so, dass Unkräuter, Beikräuter wie Löwenzahn, Klee, Wegerich beispielsweise kommen, sich ansiedeln können, aber auch Fremdgräser wie Poa annua. Kahle Stellen sind perfekt für Poa annua. Es kann aber auch einfach Moos kommen. Und deswegen sollte Probleme der Staunässe baldmöglichst behoben werden. Dieses Gerät ist ein Penetrometer. Habe ich vielleicht schon mal in einem Video gezeigt. Gibt es ein Video dafür? Penetrometer. Mit diesem Gerät könnt ihr Bodenverdichtungen messen. Bodenverdichtungen entstehen, wie schon eben beschrieben, wenn das Verhältnis zwischen Grob-, Mittel- und Feinporen nicht mehr passt. Durch Reindrücken und irgendwann kommt der Widerstand, sieht man dann einen Bereich, so, da sind wir jetzt, wo Wurzelwachstum nicht mehr möglich ist. Für mich als Berater ist es unabkömmlich, so ein Gerät zu haben. Für dich als Privatperson musst du dir einfach überlegen, Kostenpunkt zwischen 250 und 300 Euro. Hier sieht man jetzt, dass der Boden sehr tiefgründig ist. Ein Bereich sind 10 cm, das heißt 20, 30, roundabout 35 cm. Guter Boden, gut durchlüftet. Insofern, an Bodenluft fehlt es hier schon mal nicht. Wie entstehen Verdichtungen? Neben dem Thema mit den groben Mittel- und Feinporen ist es ganz einfach so, dass ihr vielleicht während der Bauzeit, entweder habt ihr ein Haus gekauft, das schon restauriert ist, oder ihr habt euch ein neues gebaut, meist durch die Gärten mit schweren Maschinen gefahren wird. Sei es ein Minibagger, sei es eine Raupe, Planierraupe, Radlader, wie auch immer, wie all diese Maschinen heißen mögen. Es reicht auch schon oft mal schon ein Schubkarren,
bei gewisser Bodenfeuchte oder Nässe, wenn ihr über die Fläche fahrt, dass es zu Verdichtungen kommt. Und der nächste Punkt wäre zum Beispiel auch, wenn ihr mit eurem Rasenmäher stetig an der gleichen Stelle umdreht, stetig an der gleichen Stelle die gleiche Bewegung macht und dann vielleicht noch speziell bei Nässe, Feuchtigkeit in diesen Bereichen umdreht und arbeitet, kann es auch zum Ausdrücken der Grobporen führen und das wiederum zu Verdichtungen im Boden. Und das gilt es allgemein in der Pflege schon zu berücksichtigen und zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite auch könnt ihr dann mit so einem Gerät, dem Aerifizierer der Firma Rasenspecht, eben einen Bodenaustausch vollziehen. So, wie vorhin schon aufgezeigt, gibt es eben die Unterschiede. Vollspoon aerifizieren, Spoon geht in den Boden und hat seitliche Verdrängung und eine ganz geringe Verdichtung nach unten. Also die ist wirklich sehr, sehr gering. Vollspoon. Dann haben wir hier mit dem Aerifizierer Hohlspoon. Das heißt, wir entnehmen Boden, verändern den Boden, im besten Fall ins Positive. Wichtig ist aber hier, wenn wir, egal ob wir mit Vollspoons arbeiten oder mit Hohlspoons, dass wenn wir stetig in der gleichen Tiefe einstechen, dass das auch zu Problemen führen kann. Weil hier die Spoons der Firma, vom Aerifizierer der Firma Rasenspecht sind, sind jetzt hier 9 cm lang. 9 cm. Das ist natürlich, wenn man immer auf der gleichen Stelle, immer in der gleichen Tiefe arbeitet, führt das langfristig zu Problemen. Man sieht jetzt hier, ich habe mir einen Bodenausstich vorgenommen, der hätte jetzt eine Tiefe von 8,5. Aber wenn ihr hier stetig, ich hoffe man sieht es so, wenn ihr hier stetig in dieser Tiefe arbeitet und immer in diesem Bereich, dann könnt ihr zwar oben für Veränderungen der Bodenschicht sorgen, im unteren Bereich kommt es irgendwann an eure Grenzen, weil es vielleicht keine längeren Spoons gibt. Aber dann kann es unten langfristig zu einer Verdichtung führen. Weil wir natürlich mit dem Spoon hier eindringen und nach unten immer ein Stück weit den Boden zusammendrücken. Und das ist jetzt nicht von einmal oder von zweimal gesprochen, aber wenn man jährlich ein- oder zweimal aerifiziert und das über mehrere Jahre hinweg, dann wird sich oder kann sich hier unten auch eine Sperrschicht bilden. Und um diesem Thema entgegenzuwirken, hat man sich bei der Firma Rasenspecht etwas überlegt. Des Weiteren ist auch noch ein Punkt, wenn ich auf meiner Fläche, wenn der Bodenaufbau passt, weil ich einen guten Boden eingearbeitet habe während der Bauzeit, weil ich da nicht gespart habe, weil ich darauf geachtet habe. Und wenn der Boden passt, ja, dann muss ich doch nicht in einer Tiefe von 8 oder 9 oder 10 cm aerifizieren. Dann reicht doch das, wenn ich oben die organische Masse, die tote organische Masse, den Filz, wenn ich nur den abbaue. Und wenn ich dann nicht durch Vertikutieren oder Lüften oder sonstigen dagegen vorgehen möchte, sondern auch vielleicht in den ersten Zentimetern des Aufbaus etwas verändern möchte, genau dann macht es Sinn, nicht auf 10 oder 8 oder 7 zu stechen, sondern vielleicht nur auf 5 oder auf 6 oder auf 4. Und jetzt kommt dieses neue Tool, Zusatztool, das ihr auch auf meiner Seite kaufen könnt, unter www.nachhaltiggrün.com, dieses Teil. Ganz simpel haben wir gesprochen bei Rasenspecht, was könnte man machen, hat man einfach diesen Block erschaffen. Und das Teil baue ich jetzt mal schnell mit euch auf meinen Aerifizierer. So, jetzt sieht man, ich bin fertig. Ich habe das Gerät jetzt umgebaut. Unten zum einen die anderen Spoons montiert. So halbe Spoons, um einfach mal zum Testen. Die habe ich schon längere Zeit zu Hause. Auch 3 Spoons dran, weil ich einfach ein Freund bin von einem engeren Lochabstand. Also wie bei den 2 war es mir etwas zu groß. Neue Wanne dran. Innen gab es jetzt Kopfmuttern dazu. Ist alles recht sauber, war alles mit dabei. Ja, und unten dieser Block eben dran, um diese Einstichtiefe in den Boden zu verändern. Und wir haben jetzt hier eine Länge von 6 cm, effektive
Arbeitstiefe. Und jetzt gehen wir nicht mehr wieder vor, eben auf 9 cm, sondern jetzt gehen wir auf 6. Und das zeige ich euch jetzt mal einfach im Bodenausstich. Ich muss jetzt bei mir nicht erifizieren, deswegen möchte ich es auch nicht machen. Gerade man sieht jetzt hier im Bodenausstich, ich hoffe man sieht es, hier natürlich oben die leichte Filzbildung, die aber meines Erachtens in Ordnung ist. Und dann hat man hier eben in diese Tiefe in den ersten 6 cm könnte man jetzt arbeiten. Was natürlich noch cool wäre vom Hersteller, wenn er jetzt nochmal so eine Box bauen würde, so einen Adapter, sagen wir mit einer Einstichtiefe von 3 cm, wäre richtig geil, weil dann kann man wirklich nur die ersten 3 cm bearbeiten. Das ist meistens dort, wo die Filzbildung herrscht und könnte effizient nur gegen Filzbildung arbeiten und würde das Greenkeeping im Garten noch ein bisschen verfeinern und mehr Möglichkeiten aufzeigen, weil Sand ausbringen oder je nachdem, was man ausbringt nach dem Erifizieren, auf größeren Flächen, 150, 250 Quadratmeter, ist natürlich eine schweißtreibende Arbeit. So weit, so gut von mir zur Thematik Erifizierer. Firma Rasenspecht könnt ihr auf meiner Website kaufen, auch das Zusatzteil mit einem dazugehörigen Gutscheincode nachhaltig grün, UE geschrieben oder mit einem Ü geschrieben, geht beides. Ich finde diesen Blog richtig geil, weil ihr viel gezielter im Greenkeeping arbeiten könnt, im eigenen Hausgarten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liken würdet, Kanal abonnieren und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas kaufen würdet, ob es euch interessiert, wie eure Erfahrungen sind, wie eure Wurzeln sich mittlerweile ausgebildet haben oder vielleicht Wurzelzuwachs ist, ob ihr jetzt dieses Jahr erifiziert oder sonstige Themen, die euch beschäftigen, wie neuer Videocontent, der kommen sollte. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Thank you.